Guten Morgen. So, heute möchte ich mal einen Text vortragen, den ich vor 3 Monaten in der örtlichen Schreibwerkstatt geschrieben habe, die ich regelmäßig besuche. Und zwar sollten wir dort einen Werbepitch für einen Augenbrauenrasierer für Männer schreiben. Und ja, da hatte ich anfangs erstmal ziemliche Schwierigkeiten mit der Inspiration, was ich schreiben soll, bis ich auf die Idee kam, einfach ja, das Versmaß des jambischen Trimeters zu verwenden, das besonders aus aus dem altgriechischen Drama bekannt ist. Ja, mir wurde dann auch auf dem Heimweg empfohlen, der Text sei lesungswürdig, also für die Lesungen, die wir auch da regelmäßig veranstalten. Allerdings habe ich den bisher noch nicht dort vorgetragen und dachte mir, okay, bevor ich herausfinden will, bevor ich schauen will, ob er lesungswürdig ist, möchte ich sehen, ist er auch ja, internetwürdig. Wo denn? Als ich erwacht an jenem schicksalsvollen Tag, die Augenbrauen ragend über die ganze Stirn und drohend zu bedecken nicht nur mein Gesicht, da wurd mir klar, bekämpfen mußt ich diese Not, noch ehe ich versink im Meer aus dichtem Haar. So eilte ich zum Bade, griff zum Utensil, mit scharfer Klinge, das bisher, wenn mein Begehr, mein Haupt von Haaren trennte, die mir eine Last zu werden drohten, schritten sie über ein rechtes Maß. Doch allzu dicht war das Gestrüpp auf meiner Stirn, das nicht einmal die scharfe Klinge hier vermocht, zu ernten jenen Acker voller struppgem Haar. Drum habe ich ersonnen dieses Instrument, das jedem Manne helfen soll, der einst wie ich nicht weiß, wie er befreien soll das gute Haupt von Augenhaare, das wuchert über die sanfte Stirn. So. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis dann.